Gut, unser Thema heute ist Nieren, also Nieren und Haut auch. Warum werden wir sehen? Weil diese Organe gehören zusammen. Ja, also hier seht ihr sehr interessantes Bild, das kommt aus traditioneller chinesischer Medizin. Und was er bedeutet, werden wir heute erfahren. Also in traditioneller chinesischer Medizin auch Leute sprechen viel über Energien. Allgemein in Osten ist das so beliebt, also da arbeiten Menschen nur mit Energien, um anderen zu helfen. Wenn wir nach Westen gehen, also als weiter nach Westen wir gehen, desto mehr wird das vergessen und da zählt nur Wissenschaft, alles, was man spüren, sehen und beweisen kann. Und ich befinde mich irgendwo dazwischen. Ich versuche das, was im Osten gesagt, im Westen wieder zu finden, das zu vereinigen und anderen Menschen auch beizubringen oder erklären. Und heute werden wir auch anschauen, viele interessante Zusammenhänge kennenlernen, weil wir haben ja schon gewisse Themen durch, so dass wir auch in die Tiefe jetzt reingehen können und praktisch alles miteinander verbinden. Und die Niere eignet sich sehr, sehr gut dazu, weil tatsächlich Niere ist Anfang von allem. Das sagt auch traditionelle chinesische Medizin. Und auf diesem Bild kann man auch deutlich sehen, das ist ganz einfach erklärt. Nieren werden als ein Feuer vorgestellt, der auch seine Kraft und seine Wärme weitergibt. Auf diesem Feuer steht ein Kessel, das symbolisiert dann Verdauung. Man weiß ja, Verdauung ist, muss heiß sein, da drin sind sehr viele Enzyme, sehr viel Säuren, alles, was praktisch erhitzen wird und verdaut. Und weiter geht aus diesem Kessel Dampf raus und das symbolisiert wieder unsere Atmung oder auch Atmungsorganen. Und so sehen wir, dass die Nieren praktisch Ursprung von allem, was oben liegt. Und wenn Feuer erlöscht wird, auch alles anderes funktioniert nicht mehr. Und ja, wenn wir da diesen Spruch nochmal betrachten, also Anfang von allem sind die Nieren, dann ist das auch, weil die Nieren Energie Wasser zugeordnet werden. Also Wasser, ja, kennt bestimmt viele, ist Ursprung von allem. Also wenn wir auch nach Darwin-Theorie uns richten, der sagt ja, alles aus dem Wasser entstanden und dann sich weiterentwickelt. Und tatsächlich wurden sehr viele Experimente auch im Westen gemacht mit dem Wasser. Also die Wissenschaftler haben zum Beispiel Glas Wasser genommen, also ganz normale Wasser, haben sie einfach mit Informationen über bestimmte Wesen versetzt, also einfach drauf gesprochen. Und nach gewisser Zeit ist in diesem Glas Wasser tatsächlich DNA oder Gene gefunden worden von diesem Wesen. Es heißt, allein durch Informationen kann sich im Wasser etwas bilden. Und entsprechend den Informationen natürlich. Dann haben sie sogar weitergegangen. Die haben zwei Gläser nebeneinander gestellt. Einer mit Informationen und einer ohne. Und haben ein Ultra, oder wie heißt das, nicht Ultraviolette, sondern Infrarotlicht drauf gestrahlt. Und was passiert? Also das, was hier gefunden wurde, ist automatisch in anderem Glas wieder entstanden. Es heißt, dass diese zwei Gefäße auf einmal angefangen miteinander kommunizieren und das Gleiche hat sich gebildet in anderem Glas, wo nichts drin war. Das ist sehr interessant für uns, weil wir Menschen sind ja auch nichts anderes als große Wassergefäße. Und wenn wir miteinander kommunizieren und übertragen wir auch unsere ja, Informationen aufeinander sozusagen. Man sagt ja, gibt es ja dieses Spruchwort, sag mir, mit wem du befreundet bist, dann sag ich, wer du bist. Das ist tatsächlich so. Weil Freunde manchmal schauen tatsächlich gleich aus oder Partner nach gewisser Zeit schauen sogar optisch ein bisschen gleich aus. Sogar Hund schaut fast wie Herrchen aus. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch interessant, wenn wir bestimmte Erkrankungen anschauen, woher die entstehen. Ich habe ja erzählt, dass fast alles ist von unserem Denken abhängig. Und wir tragen mit sich den geistigen Körper, der bis zu 20 Kilometer groß werden kann. Es das heißt, dass alles in dieser Umgebung, in diesem Bereich auf uns wirken kann. Und die Wasser, die lagert sich ja an alle unsere Zellen an. Und ist wie ein Spiegel.
diese Spiegel kann man mit, ja, auch mit ganz normalen Spiegel vergleichen, wenn wir reinschauen und uns zurecht machen, schauen, wo was nicht in Ordnung ist. Gell? So schauen sich Zellen auch in diese Spiegel rein und schauen, wo sind ihre, ja, Störungen, wo ist was nicht in Ordnung. Genau gesagt, das machen die DNA oder unsere Gene, die in der Zelle sich befinden. Also die schauen sich in diese Wasser rein und lesen Informationen, die dort gespeichert wurden, die von außen gekommen sind. Und deswegen ist so wichtig, welche Informationen von außen wir aufnehmen und welche wir lieber weglassen. Dafür gibt es spezielle Organkörper, der heißt Zirbeldrüse, befindet sich in unserem Gehirn. Das ist diese, wie sagt man, Eichgerät für diese Informationen, die wirklich wahr bedeuten und die eigentlich Lüge sind. Also Zirbeldrüse entscheidet, was wahr, was nicht wahr. Die vergleicht das immer mit dem Hören, mit der Wahrheit selbst und sagt, okay, ja, das ist passt, das ist tatsächlich so, dann kommt es zu uns hin. Oder sagt, na, das ist die Lüge, das gibt es nicht in der Natur, deswegen hält er das zurück. Deswegen, genau, und die Zirbeldrüse ist ein Organ, der bei Kindern sehr groß ist. Der ist wirklich, ja, ziemlich ausgebildet und ja, ab Pubertät beginnt das rasant zu schrumpfen und ja, bei Erwachsenen, manche Erwachsene, wenn man das untersucht, weisen kaum das nach. Also da gibt es also nichts zu sehen. Und das erklärt wiederum, was wir letztes Mal besprochen, dass die Kinder so fühlig sind, dass sie automatisch fühlen, was sie zum Essen brauchen, wann sie trinken und was sie überhaupt so machen. Die machen vieles automatisch richtig. Warum? Weil diese Zirbeldrüse bei denen sehr, sehr gut funktioniert. Aber in heutiger Zeit gibt es sehr viele, ja, Sachen, die Zirbeldrüse stören, weil die liegt außerhalb von Hirnschranke, deswegen alle Toxine, die im Blut sich befinden, können die wunderbar erreichen und stören. Auch Strahlungen schirmen praktisch die Zirbeldrüse ab von dieser Wahrheit, was von oben geht praktisch, und dann kann sie nicht mehr entscheiden, dann ist diese Eichgerät kaputt sozusagen, kann nicht mehr entscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und dann kommt alles auf uns zu, wird von Wasser aufgenommen und von Zellen abgelesen, von unserer DNA abgelesen. Und so verändern sie sich. DNA sind nichts, was wir jetzt geerbt haben und für immer da bleibt. Die sind sehr plastisch, sie verändern sich ständig und das geschieht meistens nachts, wo Zirbeldrüse praktisch sehr, sehr aktiv ist, wo wir schlafen. Da werden diese Informationen abgelesen und DNA verändern sich. Ja, wie gesagt, wenn wir da Probleme haben mit Strahlungen, mit verschiedenen Giften, dann werden wir auch, ja, Probleme irgendwann mit DNA bekommen. Und DNA, das ist unsere Gene, die ständig dann abgelesen werden von unseren Zellen und dadurch, was da drin gespeichert wird, wird auch produziert. So entsteht zum Beispiel Virus. Wenn wir ständig über irgendwas hören, was uns Angst macht, dann werden wir auch in die Zellen das selber produzieren, weil die Viren, also die ganzen Informationen, sind ja in unserem DNA schon gespeichert. Die braucht man nur die deaktivieren. Aktiviert werden die durch die Emotionen, was wir schon besprochen haben, also das, was wir denken, das, was wir fühlen. Und da sind wir die entscheidende Punkt. Wenn das Glas keine Entscheidung, Freiheit gehabt hat, dann haben wir als Menschen schon diese Entscheidung, Freiheit und können sagen, okay, selber wählen, was wir zu richtig halten, was zu nicht. Also wir können entscheiden, ärgere ich mich oder nicht, weine ich oder nicht und so weiter, liebe ich oder nicht. Die Menschen, die jetzt ja ein bisschen Schwierigkeit haben, mit seinem Geist und Psyche umzugehen, auch psychisch labil sind und können das alles noch nicht so gut, da gibt es auch Möglichkeit in die Natur. Und zwar gibt es bestimmte Substanzen, die DNA reparieren können. Auch geschieht das alles über Nacht. Zum Beispiel gewisse Stück von DNA hat negative Informationen, die uns krank machen können, dann reagiert sofort Körper und schickt da Substanzen rein, die das reparieren können, verändern können. Das sind zum Beispiel diese Stickstoffmonoxid, was ich schon euch vorgestellt habe beim Herz-Kreislauf-System, die Gefäße breit stellt, gell?
der ist bekanntlich in eine Aminosäure vorkommt, die L-Arginin. Diese Aminosäure wird von Babys mit Muttermilch aufgenommen. Was sagt uns das? Dass die alle Babys, die jetzt künstlich ernährt wurden, einen Mangel automatisch von L-Arginin aufweisen und dementsprechend auch zu wenig diese Stickstoffmonoxid mit sich bringen. Sie werden dann irgendwann auch Probleme mit Herz-Kreislauf bekommen und vor allem auch die DNA-Reparatur wird bei denen nicht so gut funktionieren. Zweiter Stoff, das also dieser Stickstoffmonoxid, ist das wie so Taxi, wo dann ein paar Passagiere reinkommen. Das ist Schwefel. Es gibt so ein Präparat sogar, MSM heißt das, also natürliche Schwefel aus Meer. Und auch Kurkumin. Kurkumin ist ein Stoff aus Kurkuma-Wurzel und ist auch schwefelhaltig. Die zwei Stoffe sind notwendig, um DNA zu reparieren. Bei Kurkumin gibt es Problem, also wenn wir einfach die Kurkuma essen werden, dann wird das kaum resorbiert, also sehr, sehr schlecht. Deswegen gibt es uralte Rezepte, goldene Milch heißt das, auch in Veden sehr beliebt, also in Ayurveda sehr beliebt. Dort wird Milch genommen, etwas Honig und etwas Pfeffer. Alle drei Komponenten dienen als eine Verstärkung für die Bioverfügbarkeit. Also wenn die da zusammen gemischt werden, dann wird Kurkumin als Extrakt oder Inhalt von Kurkuma-Wurzel schneller ins Blut kommen und zu den Zellen. Weil man weiß ja auch, dass Honig oder Milch oft in der Ayurveda benutzt wird, um bestimmte Stoffe effektiver ins Blut zu schleudern. Sozusagen, die öffnen da bestimmte Barrieren und das geschieht dann, obwohl in Natur das eigentlich kaum möglich war. Deswegen Honig und Milch in Ayurveda sehr beliebt als Heilungsmittel. Genau, und diese goldene Milch ist, wie gesagt, sehr, sehr gut bekömmlich. Aber jetzt im 21. Jahrhundert gibt es auch schon Präparate aus Kurkumin, vor allem die liposomale Formel, das ist sehr schnell bioverfügbare Formel, die kann man auch mal nutzen. Und als Gewürz auch, also nicht die Kurkuma-Wurzel natürliche, weil da haben wir nur Schärfe und aber nichts von diesem Kurkumin-Extrakt, sondern tatsächlich in liposomale Formel kaufen, dann ist das sehr schnell bioverfügbar, vor allem wenn wir schon ein paar Wehwehchen haben oder irgendwelche genetisch bedingte Erkrankungen haben.